Hallo Kinder, da sind wir wieder. Geht weiter an der coolen, nicht so coolen Stelle. Mit der Privatarmee. Undercover Keks schreibt, es gibt an der Stelle einen Trick, soll ich pitzen? Also, an genau dieser Stelle kann es jetzt durchaus sein, weil ich ja jetzt in Ruhe hier angekommen bin, dass ich den Trick nicht brauche. Aber schreib ihn ruhig, Übrigens, hab ich das eben schon gesagt? Hab ich dir in der Pause gesagt, ne? TP Stream hat geschrieben, ihre Server sind auch von der DDoS-Attacke. Also, die Server von denen sind auch von der DDoS-Attacke tatsächlich affected. Und also, deswegen läuft gerade nicht so wirklich was. Genau, also anders gesagt, es ist definitiv nicht unsere Schuld. Genau, das die Alerts sind kaputt. Und das war uns irgendwie wichtig zu wissen, ob wir das jetzt verbockt haben. Aber haben wir anscheinend nicht. Macht uns froh auf der einen und traurig auf der anderen Seite. Weil wenn man etwas selbst verbockt hat, ist das irgendwie immer besser, weil dann kann man es selbst reparieren. Ja. Der Trick ist, alle Gegner zu töten. Ist das dein Ernst? Hast du das wirklich geschrieben? Goliex hat das geschrieben. Ach so, ich... Okay, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Die Stelle scheint mir jetzt tatsächlich auch nicht übertrieben schwer. Nur für mich war sie... Du bist halt eben durchgerannt. Ja, ja, für mich war sie übertrieben schwer, weil ich halt diese 10.000 Zombies hinter mir hatte. Ja. Was übrigens rückblickend eigentlich eine gute Idee an der Stelle war und die auch funktioniert hat. Ich bin zum Checkpoint, es hat mich ein Leben gekostet. Wie er total stylisch in die Kamera springt. Okay. Hallo, Gaming Overdose. Du bist auch gerade. Hi, Gaming Overdose. In der Pause ist er gekommen. Ah. Dann sei uns willkommen in dieser illustren Runde, wo wir Zombies abschnitzeln, weil die Entwickler das cool fanden. Jetzt Konzentration da oben ist. Der Sniper. Der Schniepel. Ich hab nur eine Schrotflinte und eine Pistole. Na, das ist Glas, da kommst du nicht durch. Okay, was kannst du machen? Du kannst eigentlich nur einen Haken da durchrennen. Nun. Was hättest du machen sollen? Was hättest du an der Stelle jetzt machen sollen? Also das kapiere ich jetzt nicht. Vielleicht eine andere Waffe irgendwie. Also zum Weitschießen. Sneeple-Waffe. Hast du, ne? Ja. Vielleicht das mal gegen den Sneeple probieren gleich. Sterbi 71 schon. Akku wird angeballt. Nein! Man muss ihn von dort aus abknallen. Hat Goliex geschrieben. Also das geht auch mit der Pistole wohl. Das schaffst du, komm schon. Aber ich glaube halt nicht, dass wir bis zum Ende des Spiels mit 4 Sterbis auskommen. Was war das denn? Keine Ahnung. Ist ein neuer Trick der Gegner. Sie wirken dann cooler. Ach, okay, da war gar kein Glas mehr. Hallo, Papa Woke. Hi. Ja, alles eskaliert. Wie man es in diesem Stream gewohnt ist. Nee, gerade ist es aber auch echt das Spiel, finde ich. Was sehr eskaliert. Ich meine, ich finde es ja okay, dass der Schwierigkeitsgrad gegen Ende ansteigt. Nur... dieser Gegnersalat.
dann schon irgendwie nicht so lecker. Das falsche Dressing dazu. Ich muss diese Waffe holen. Dafür gibt's keinen Endboss. Achso, okay. Entschuldigung, wenn du das schon gesagt hast. Ich hab's nicht gelesen bisher, Petruschka. Hi, Robin! Hallo. Und hallo, Nickeloni. Toad. Toad. Ducken. So, jetzt irgendwie vortasten. Verdammt. Da kommt noch was. Ja. Links. Scheiße. Weg hier! Fuck. Boah, dieses Scharfschützending, ne? Macht ja, zusätzlich zu Nahkämpfern. Wäre es nur der Scharfschütze, okay. Aber dann zusätzlich noch die Zombie-Nahkämpfer. Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finden kann. Jetzt liegt hier ein Präzisionsgewehr. Okay, jetzt Vorsicht. Schnell und runter. Du hast es geschafft. Ist links noch einer? Nein. Stell mir vor, rechts wäre jetzt noch einer. Boah. Boah, nein! Ach nee! Nee! Bitte nicht, Spiel, bitte! Komm schon, wir sind doch Freunde. Oh, scheiße. Och nee. Och nee. Keine Chance, nicht mit den Waffen. Alter. Was denn das bitte für... Also, ich will mich ja nicht aufregen. Aber... Mir ist dieser Checkpoint gerade sehr unsympathisch. Ich kann die auch einfach mal machen lassen, ne? Zahlt sie jetzt 5 Euro und der Scharfschütze wird aus ihrem Spiel entfernt. Gaming Overdose, die Kohle muss raus. Dankeschön, Gaming Overdose, und dankeschön, dass du damit jetzt gerade auch gezeigt hast, dass offenbar die Alerts wieder funktionieren. Yay. Wir hatten vorher da Probleme. Ja, und tatsächlich könnte man jetzt nochmal die Donations raus... Die anderen triggern, ja. Genau. Gib deine Spenderorgane bitte. Dann stimmt in den nämlich auch der Gesamtbetrag unten wieder. Also, das war Goli Exe eben. Mhm. Genau. Schon ein bisschen länger. Er hatte her geschrieben, lol, meine Donation kommt durch, Kappa. Ja, jetzt ist sie jetzt durch. Jetzt kommt sie durch. Genau, danach kommt ich Undercover Kicks. Reich. Für den Kajal ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja, aber wenn wir noch dreimal sterben, darf Mata mich im nächsten Stream, im nächsten Uncharted-Stream für jeden Tod mit Kajal bemalen. Ja. Und bessere Ware findest du nirgendwo. Das war dafür Trip. Hab ich gesorgt. Trip to Fail, und sie schrieb. Wollte die Spende eigentlich erst absenden. Ups, jetzt kann ich es wieder nicht lesen. Wenn ihr. Wenn ihr durch die Szene durch seid. Ja gut, das ist jetzt auch schon etwas länger her. Ja. So, und dann fehlt nur noch die von Sayuri und dann haben wir auch den Gesamtbetrag wieder angepasst, dass er aktuell ist. Zack. Beute. Genau, Sterbi-Time. Ja, und sie hat wie immer recht. Obwohl ja, das Ganze schon weil zwei immer, Stunden her ist. Weil immer Sterbi-Time ist. Bei Marcoline ist immer Sterbi-Time. Ihr wisst doch, Sterbi-Time mit Marcoline. Vielleicht, also Petruschka empfiehlt ein paar Granätchen zum Salat. Mhm. Shit. Kuli Exa hat gleich noch 1 Euro hinterhergeschmissen. Oder okay, war das jetzt ein Fehler? Nee. Einfach nur ein liebes Lächeln. Einfach Smiley. Nur ein liebes Lächeln, yay. Dankeschön. Ja, echt ätzende Stelle gerade. Ja.
Okay. Vakus Sterbegeschichte. In Ordnung. Markus Ach- und Krach-Geschichten. Oh, shit! Ach- und Krach-Geschichten. Alter, wie er ihn einfach in den Hals beißt. Nein! Boah. Ich bin sicher, du schaffst das noch. Ist die Wette denn schon verloren? 3 Sterbis. Okay. Komm schon. Hä? Achso. Och, da hat der scheiß Lurker immer. Scheiß Camper. 250 Kopfschüsse. Eine Silbertrophäe. Immerhin. Wie weit bist du bei Far Cry 4? Da fragst du was. Ich komme privat im Moment echt nicht viel dazu zu spielen. 20% der Hauptstory. Bisschen erbärmlich, ich weiß. Aber macht auf jeden Fall Spaß und ich werde die Hauptstory auf jeden Fall auch noch durchspielen. Bitte sag mir, dass jetzt irgendwann ein Checkpoint kommt. Müsste doch jetzt, oder? Jetzt mal ernsthaft. Was ist hier? Dadurch. Okay, das sieht aber... Das Spiel gibt einem auch gar keine Rückmeldung, ob es einen Checkpoint gibt. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube nicht. 20. Schnell zu Hilfe. 20 von 21. Also kann gut sein, dass wir es heute noch durchbekommen. Verdammt. Sully, melde dich. Funkturm hochklettern. Gott sei Dank, Nate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Fairer Deal. Ihr seid bei der Hälfte vom Kampf. Ach, Goliexo. Manchmal möchte man dich liebevoll boxen. Durchspielen sollte noch möglich sein. Okay. Straffunkturm blättern. Okay. Sorry, dass ich gerade relativ wenig sage. Ich konzentriere mich hier okay. Auf. Das ist okay. Damit es nicht total verrückt wird. Was wird das jetzt? Zwei Stunden 19 Minuten von 2 Stunden 35 im Speedrun. Speedrun zu dem Spiel muss krass sein. Wie die Leute uns immer besänftigen. Bald seid ihr soweit. Och nee, und Goliax. Hallo Yenani. Yay, Yenani. Dann hoffe ich, dass du bei dem ganzen Geballer trotzdem gut einschlafen kannst. Nee, Angel German, es geht gerade darum, also die Wette werden wir wohl kaum noch schaffen, aber es geht darum, ob wir das Spiel heute noch durchkriegen. Also du kannst dich schon mal siegessicher fühlen. Hallo, Simeon Spitzer? Du bist Chase. Oh nee, da. Ach nee, ich dachte gerade, ich habe gerade den Sully für einen Gegner gehalten. Passiert mir auch dauernd bei Elena. Ich glaube, du brauchst. Weiß ich auch nicht. Ein Trostpflaster. Rachi-Kombo. Ein Schuss. Ja gut, da kann ich auch die gute alle. Shadowman, bot 1 Euro da. Könnt ihr mal bitte den Schwierigkeitsgrad höher stellen? Das Spiel ist viel zu einfach. Shadowman. Dankeschön, Shadowman. Trotzdem nochmal. Shadowman. Ein Toastpflaster.
Na toll. Wo kam das jetzt her? Nee, das Einzige, was ich schon mal gespielt habe, ist Paintball. Und das habe ich mit nicht guten Erinnerungen gespielt. Toastpflaster. Wow. In Ordnung. Das hört sich da gerade eigentlich an wie Feuerwehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht freuen sich die Entwickler gerade einfach zu sehr. Ich weiß es nicht. Du hast aber kein Delay oder so, ne? Nee, überhaupt nicht. Gut. Ist auch kein Soundfehler. Glaube ich nicht. Mist, Mist, Kerl, hat er das gerade wirklich gerufen. Okay. Mhm. Es ist bis jetzt noch nichts verloren oder gewonnen. Wir schätzen ja deinen Respekt, Angel German, aber ich glaube irgendwie nicht daran. Wobei es wäre halt typisch für mich, dann plötzlich... Ja, das stimmt irgendwie. Genau dann, wenn es drauf ankommt, so pro zu werden. Na, wobei... Bei den Zeitspielen hast du es ja auch wieder mal unter Beweis gestellt. Ja, das war aber auch nicht so schwer. Shadowman. Ich stehe voll drauf, wenn ihr meinen Namen erwähnt. Shadowman. Ach, Shadowman. Shadowman. Ach, Shadowman. Du kennst hast, guck mal, Shadowman? Bacon gekriegt. Was hab ich? Bacon. Ach, Bacon. Shadowman. Kennst du Schinkenman? Shadowman? Du hast die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow. Wie bitte? Keine Zeit. Wir müssen zu der Kirche. Nate, plötzlich gläubig. Das sind immer die Katholiken. Die Erzkatholiken. Die ballern sich auch immer zur Kirche durch. Eieiei, ist nicht so gemeint. Doch, doch. Kein Chris ist leider sehr busy im Moment anscheinend. Mhm. Er hat sich aber bei uns in letzter Zeit auch nicht mehr abgemeldet, also... Wer weiß, in welche Machenschaften er verstrickt ist. Vielleicht wurde er entführt. Mhm. Safe kein Chris. Bessere Ware findest du nirgendwo. Shadowman, also... Irgendwie macht das gerade Spaß, schreibt Shadowman. Ist das dieser Shadowman, der das schreibt? Der Shadowman? Ja, es kann aber auch sein, dass es... Shadowman ist, Shadowman ist. Also Shadowman oder Shadowman, ich weiß es nicht. Ist das eigentlich mit zwei Untertiteln, mit zwei Unterstrichen Shadowman oder mit einem Unterstrich Shadowman? Ich glaube, das ist mit einem Unterstrich Shadowman. Ich bin mir aber bei Shadowman nicht so sicher. Hätte ja funktionieren können. Habt ihr einen Tipp für mich? Hier ist auf jeden Fall noch so. Nee, es läuft immer so unmotiviert. Ja, aber Petruschka, kein Kreis passt ja auch. Kein Kreis. Stimmt, er ist kein Kreis. Letzte Info, die ich von kein Kreis bekommen habe, ist, dass sein WG-Kumpane, der fürs Internet zuständig war, ausgezogen ist und er jetzt kein Internet mehr hat. Oh, scheiße. Das wäre ja so meine Albtraumvorstellung. Ja. Aber das würde das plötzliche Verschwinden erklären. Mhm. Sein WG-Kumpan hat ihn entführt. Ich bin Katholik oder habe meine Firmung dieses Jahr und die Kommunion nur wegen dem Geld gemacht. Schreibt laut Norfolk. Alles klar. Kriegst Rabatt bei mir. Ist doch das Mindeste. Shadowman. Also Shadowman sagt zwei Unterstriche hier auf Twitch beim Namen Shadowman. Also Shadowman hat... Shadowman. Chattest du gerade mit uns über die Donation? Das ist ein bisschen wie damals mit den SMS, ne? Nur ein bisschen teurer. Dankeschön, Shadowman. Ihr wisst schon, dass ihr zur Kirche müsst. Ja, aber wie gesagt, die Tür ist ja zu. Nee, Omi Old, Marco tritt nächstes Jahr aus der Kirche aus. Ach, das ist die Kirche! Ich dachte, das wäre die Kirche. Es ist...
Woher soll ich wissen, dass das ist? Das ist die katholische Kirche und das links ist die evangelische Kirche. Scheiße. Das sieht aber auch überhaupt nicht wie eine Kirche aus. Ja, danke, Spiel, danke, dass dein Tipp jetzt kommt. Marco, da ist irgendwo eine riesige Tür. Ach, schön. Ich hab Spaß. In den Backen. Verdammt, sie sind überall! Nee. Zurück, Sally. Was ist das denn für ein komischer Empfang in der Kirche? Da brauchen Sie sich doch nicht wundern, wenn es immer mehr weniger Kirchen Jünger gibt. Das Witzige ist ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber aus der Kirche auszutreten kostet so viel, wie die Kirchensteuer im Jahr kostet. Shadowman, chatten über Donation hat auch mal was, Kappa. Ja. Also Shadowman. Finden wir auch Shadowman. Ich finde, heißt aber jetzt Chatman. I'm a Chatman. Bidibidibam badampum. I'm a Shadowman. Können wir eigentlich auch mal singen. Achim ist da. Er schreibt, er ist nur ganz kurz da, weil er völlig flach liegt. Der Stream, den er und ich morgen machen wollten, wird deshalb auch leider ausfallen müssen. Okay. Wünsche euch noch viel Spaß mit Uncharted. Danke, Achim, und ganz, ganz liebe Besserung von ja, uns. Gute Besserung und auch vom von Chat. Uns. Und Markus streamt ja morgen auch ist nur eigentlich kurz. Nochmal Achim, das ist der Türke, ne? Das, ach ja. Stimmt, Achim war ja Türke. Gute Türken, Achim. Gute Besserung, Achim. Was? Alter. Schaffst du nicht. I am Shadowman 3, sagt, schaffst du nicht. Okay, nee, Shadowman ist Shadowman. Schaffst du nicht, ist nicht Shadowman. Außer Shadowman ist schaffst du nicht. Schaffst du nicht, du schaffst es nicht, Shadowman zu sein. Shadowman schaffst du nicht. Du stehst im Schatten von Shadowman. Nicht gut Kirchen essen. Was ist hier gerade los? Ich weiß nicht. Wir sind doch schon längst bei Sterbi 75, oder? Nein, ich bin noch nicht gestorben. Ach, du bist noch gar nicht. Ich dachte, bin noch. Entschuldigung. Ich bin noch nicht gestorben, deshalb geht's bei mir gerade um so viel. Scheiße, jetzt ist die Munition leer. Seitdem Shadowman aus der Kirche ausgetreten ist, verschleudert er jetzt sein ganzes Gespartes. Er hat 30 Euro im Jahr übrig. Das habe ich jetzt dazu erfunden. Man zahlt ja mehr Kirchensteuer, je mehr Geld man verdient. Das ist ja das Lustige. Also, das ist irgendwie sinnvoll, wenn man drüber nachdenkt. Nein. Ich meine, der Service der Kirche wird ja nicht besser dadurch, dass man mehr Geld verdient. Ja, keine Ahnung, wie es ist, wenn man du gläubig ist. Du zahlst ja auch ist. Gott sei Dank nicht mehr GEZ, wenn ja, du mehr Geld Ja, aber Gott sei verdienst. Dank ist ja ein gutes ist Stichwort. Ein Deal, oder? Ich glaube halt, wenn du als Gläubiger reich wirst, dann... Shadowman, was? Der Schatten wird euch voll spammen. Der Schatten wird Und euch voll spammen. Und dann kam Shadowfan. Kommt jetzt noch? Ich habe gespoilert. Du Spoilery. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Wie gut, was eigentlich das gibt? Das, also, das macht dann die Kirche immer, wenn man die Kirchensteuer überweist. Also Shadowfan ist der Fan von Shadowman. Verstehe ich das richtig? Oder ist Shadowman der Fan von Shadowfan? Wenn wir jetzt echt eine 2 Cent in, in der Gesamtsumme macht, doch. Ich kann nicht mehr reden. Das war doch Absicht von ihm. Ach shit! Vielen Dank, Shadowman. Und vielen Dank, ja, Shadowfan. Und vielen Dank, schaffst du nicht.